Begrüßungsgottesdienst heute zum Sonntag Jubilate am 3. Mai 2020 im denkwürdigen Jahr. Eigentlich hätten wir an diesem Sonntag Konfirmation gehabt, aber das geht aus den bekannten Gründen leider nicht. Immer noch stehen wir unter den Sicherheitsbedingungen, die der Coronavirus notwendig macht. Ich bedauere es zutiefst, wie viele andere auch, nicht in ihre lebendigen Gesichter schauen zu können und freue mich darauf, vielleicht am Pfingsten, wir werden sehen, dass wir uns wiedersehen werden. Ein Sicherheitskonzept für die Friedenskirche haben wir. Aber auch ich gehöre zu den lebensälteren Menschen, die unter besonderem Schutz stehen, genauso wie einige unserer Mitarbeiter und Presbyterinnen und Presbyter. So lasst uns in Geduld fassen und die anderen Möglichkeiten nutzen, eben zum Beispiel hier das Internet. Nichts überstürzen, sondern lasst uns erinnern an Paulus im Brief an die Junggemeinde in Rom. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Trübsal und beharrlich im Gebet. Aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Und so wollen wir uns darauf besinnen, dass wir nicht nur unter dem Corona-Diktat stehen, sondern auch im Horizont Gottes. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Gottes, dem Schöpfer unserer Wirklichkeit, der uns das Leben schenkt, damit wir gute Früchte bringen. Im Namen des Sohnes, der lebt wie wir und durch den Tod hindurchgegangen ist. Und im Namen seiner heiligen Schöpferkraft, die uns mit Freude und Fantasie erfüllen will. Amen. Der Psalm 104 in Worten umgesetzt. Von Peter Spangenberg. Wenn ich den Schiffen auf dem Meer nachträume, du begeisterst mich bis in den letzten Winkel meines Herzens, lieber Gott. Dein Name strahlt wie ein helles Licht, das ich bestaune. Du umgibst dich mit dem schönsten Schmuck, mit deiner wunderbaren Schöpfung. Als hättest du dich in Sonnenstrahlen gekleidet. Dein Himmel spannt sich über die Erde wie ein großes Gemälde, das deine Wohnung einrahmt. Die Wolken wirken auf mich wie Fahrzeuge, windgetrieben und immer in Bewegung. Die Elemente gehorchen den Gesetzen, die du ihnen gegeben hast. Die Erde dreht sich in ihrer Bahn und ihre Pflanzen liegen wie ein bunter Gürtel zwischen den Meeren. Regen netzt die trockene Krume und alles wird grün. Berg und Tal wechseln sich ab wie die Gezeiten. Alles hat seinen Raum und nichts setzt sich darüber hinweg. Die Erde bringt Nahrung hervor für Tier und Mensch. Und Brot und Wein gibt es für uns, damit Seele und Leib sich stärken. Die Vögel hoch in den Bäumen, das Wild in den Felsen, Tiere auf dem Felde, von den Größten bis zu den Kleinsten. Sie alle leben ihr Leben, wie du es ihnen bestimmt hast. Mond und Sonne bewirken Tag und Nacht. In deiner Schöpfung tun wir unseren Dienst. Guter Gott, was hast du alles erschaffen? Unvorstellbar. Du hast allem einen tiefen Sinn gegeben. Und unsere Erde ist reich an Ertrag. Wenn ich den Schiffen auf dem Meer nachträume, Fische gibt es im Wasser zum Spiel mit den Wellen. Alle Lebewesen warten auf deine gute Hand, die Nahrung spendet und Leben für alle. Wo du ausatmest, da können wir Luft holen. Und das Leben beginnt immer wieder neu. Du begeisterst mich, guter Gott. Wunderbar. Lasst uns beten. Du Quelle des Lebens, am Morgen wächst uns der Jubel der Vögel. Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt und
und böse Stimmen zum Schweigen gebracht. Was wir heute hören, soll uns in unseren Alltag hineinbegleiten, soll uns über Abgründe tragen, soll uns Mut geben zu beherztem Handeln und zu Begegnung, wie wir es sonst vielleicht nicht getan haben. Gott, was du früher getan hast, das tu auch heute, damit das Jubellied von einst auch zu unserem Jubel werde. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, frische Zweige, vielleicht gerade eben, wie wir es gerade gemacht haben, vom Baum geschnitten. Das haben Sie vielleicht auch zu Hause. Frische Zweige, jetzt ganz grün und prall und frisch. Ein paar alte Blüten, ja, aber jetzt steht sie bei uns in der Vase. Und, naja, duften tut sie nicht, aber eine Rose, stellvertretend für andere Früchte, die werden sie noch hören. So, was hat man zu Hause jetzt stehen in dieser Zeit, in der Vase, zartes Grün, frisch und vom Leben erzählen. Zu Ostern mit Eiern und anderen Bändern vielleicht geschmückt, andere Lebenssymbole kommen da hinzu. Jedes Jahr im Frühjahr denke ich, das ist aber ein ganz besonderes Frühjahr. Es ist so wundergrün, so herrlich, frisch, duftend, so früh, so warm, so hell. Nach der dunklen Jahreszeit tut mir das immer richtig gut, dass ich wieder mit dem Fahrrad fahren kann. Und es ist ein besonderer Genuss. Das Licht, das jetzt durch die noch zart belaubten Bäume fällt, ist so anders als zu anderen Zeiten im Jahr. Jetzt, zum Anfang Mai, werden hier und dort Maibäume gesetzt worden. Als Zeichen der Liebe der Menschen zueinander. Frisches Birkengrün mit bunten Bändern. Aber soweit ich weiß, ist auch das in diesem Jahr anders. Keine Menschen in den Biergärten, das erleben wir alle. Keine jubelnden Kinder auf dem Spielplatz, vielleicht bald wieder. Keine Feste draußen. Alle weichen einander aus, aber manchmal lächeln sie herzerfrischend mit den Augen und den Augenbrauen über die Mund-Nasen-Maske. Schön, man wird auf ganz andere Dinge aufmerksam. Ja, mit den Masken schützen wir uns und andere. Sie wird schon fast zu einem modischen Accessoire. Hätten wir für unser Sicherheitskonzept im Gottesdienst auch, auf jeden Fall, uns bewundern können mit unseren Masken. Manches ist anders, aber vieles ist auch nicht anders in diesem Jahr. Unverändert ist es so, dass die Vögel nisten, brüten. Teilweise hört man die Jungen schon hungrig schreien, jedenfalls von mir draußen auf dem Land, wo ich wohne. Sie lernen fliegen von den Alten, ein Milankreis dieser Tage, mit seinen Jungen über die Felder. Die Natur lebt auf. Alles atmet Leben, Wachstum, Saft und Kraft strotzen überall grün. Nur der Boden bräuchte unbedingt mal eine längere Dusche. Und noch mehr Wasser. Ein bisschen haben wir ja diese Woche erlebt. Und überhaupt, dass alle Jahre wieder das Wasser aus der Tiefe nach oben strebt, durch feine Kapillare gezogen, dass das Leben wiederkommt bis in den äußersten Zweig, der gerade noch wächst. Es ist ein Wunder. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass ein Baum rechts von uns im Garten, der kommt doch dieses Jahr nicht wieder. Oder doch, nein, er hat wieder Knospen.
Birkenstämmchen, die jungen frischen Birkenbäume, die Weidenzweige oder die Kirschblüten im Winter vor Weihnachten, wie auch immer. Es fließt ja nichts mehr nach. Die Blätter ziehen sich das letzte Grün frisch noch aus dem Stämmchen, das da ist, aus dem Zweig, und dann war es das. Deswegen sind hier abgeschnittene Zweige. Um das zu zeigen, dass was abgeschnitten ist vom Stamm, keine guten Lebenschancen hat auf Dauer. Da fließt ja nichts mehr nach. In diese Zeit hinein hören wir die Worte Jesu: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in dieser Zeit in einem Weinberg wandern kann, an der Mosel, an der Ahr, am Rhein, erlebt, wie auch hier Blätter und Triebe entwickeln sich kraftvoll weiter. Beim Weinberg ist es so, dass sie sich einerseits in die Blätter hineingibt, die Kraft, und andererseits in feinen, zarten, korkenzieherartige Windungen, diese Ranken, die dann später mal Ankerplätze werden, damit die Trauben, die erst noch entstehen, genügend Halt finden, der Weinstock sie überhaupt tragen kann. Der Weinstock ist gewissermaßen eine weitsichtige Pflanze, kann man sagen. Er weiß sozusagen jetzt schon, dass da Früchte kommen werden und bereitet sich darauf vor. Schneidet man einen Trieb ab, dann ist Schluss mit der Aussicht auf gute Früchte für diesen abgeschnittenen Zweig. Die abgeschnittenen Triebe werden sich nicht mehr weiterentwickeln. Andererseits weiß der Winzer und Weinbauer sehr genau, dass irgendwann im Laufe des Reifungsprozesses ein paar Zweige und Ranken tatsächlich abgeschnitten werden müssen. Wie nämlich das Wachstum und die Weiterentwicklung der anderen hemmen würden. Gut, da wird einer mit kundigem Auge die richtigen ausbremsen. Doch Jesus führt uns mit seinen Gedanken noch ganz anders hin. Wenn ihr in mir bleibt und ich, nein, anders, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wo wir den Kontakt zu unserer Wurzel verlieren, sind wir abgeschnitten von dem Zufluss, der uns persönlich wachsen und reifen lässt. Jesus setzt seine Freunde und uns in einen Zusammenhang, der noch einmal neu deutlich macht, wie wichtig die innere Versorgung und der Nachschub für die Reifung unserer Früchte ist. Letztlich ist das die Verbundenheit mit ihm. Diese Woche telefonierte ich mit einer fast 100-jährigen Dame, einfach mal, um zu hören, wie es ihr geht. Und sie versicherte mir, es geht mir gut. Ich bin fest im Glauben, das sagte sie einfach so, habe ich sie gar nicht nachgefragt, aber sie erzählte es so. Ich bin fest im Glauben, das habe ich von Kind an gelernt, zu beten, mit Gott zu reden, denn der hört mir immer zu. Da fühle ich mich immer gut verbunden. Sie braucht nicht immer wieder neuen Input, wie das heute Neudeutsch heißt. Sie trägt es in sich selbst. Sie hat sich einen kleinen Platz in ihrer Wohnung vorbereitet und eingerichtet, der so ihre kleine spirituelle Ladestation darstellt. Wann immer sie daran vorbeigeht, lädt sie sich ein wenig auf beim Blick auf das schöne Bild, was da ist, ein Kreuz, etwas Frisches, Grünes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Jesus spricht davon, dass wir Frucht bringen können. Er entwickelt den Gedanken, dass etwas länger reifen muss, damit es gut und genießbar wird.
Niemand kann aus sich alleine heraus Frucht bringen, sie reifen lassen, ohne in der Tiefe eine Verbindung zu einem lebensspendenden Wasser, wie auch immer das aussieht, zu haben. Und was heißt das für uns Menschen? Die Menschen damals konnten mit den Bildern Jesu sofort was anfangen. Sie kannten es aus dem eigenen Garten, aus den Feldern, die sie bewirtschaftet. Und für uns heute? Auch wir brauchen eine Verbindung zu etwas, das Leben fördert. Klar, Lebensmittel natürlich, sowieso. Aber noch etwas, das in unserer Tiefe, also uns in unserer Tiefe, in der Tiefe unserer Seele stärkt und fördert. Uns reifen lässt, damit unsere Lebensfrüchte angenehm werden. Wir für andere auch angenehm sind, auch lebensfördernd sind. Und da geht es nicht um Reichtum, eine Frucht unserer Arbeit in diesem Sinne. Nein, es geht um ein lebensförderndes Miteinander. So wie Jesus es immer mit seinen Leuten geübt hat. Er sah die Menschen, er nahm sie wahr in ihrer Not und ging auf sie zu. Heilte, sprach ihnen Mut zu, weckte sie zu neuem Leben auf. Damit unsere Früchte schön reif werden, wir lebensfördernd miteinander umgehen, brauchen wir eine gute Verbindung zu unseren Wurzeln, zu guten Wurzeln. Mit Gott zum Beispiel im Gebet, oder auch in der Stille, in einem Moment der Stille zu sein. Im sich freuen und staunen über das, was wieder neu wachsen kann. Mit ihm darin verbunden zu bleiben, im Staunen. Das hilft auch in schweren Zeiten. Davon leben wir. Thank you.
und in Liebe begegnen. Gott, heilige schöpferische Kraft, wir hoffen auf dein Reich und träumen von einer anderen Welt, in der alle genug zum Leben haben. Öffne uns die Augen für unsere Möglichkeiten, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Steh denen bei, um die wir uns sorgen, die uns anbefohlen sind, in Familie, Gemeinde, Nachbarschaft und Freunden, die fremd sind in unserer Stadt, in unserem Land, die sich nach Frieden, Gerechtigkeit und Gesundheit sehnen. Wir denken an die Menschen, die es ohnehin schon schwer haben und jetzt noch einmal schwerer durch die ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Lass uns gute Lösungen finden, dass wir unsere Menschen, die im Heim sind, in irgendwelchen Krankenhäusern, irgendwo alleine sich fühlen, dass wir sie nicht alleine lassen. Gib uns Mut und Fantasie, Ideen zu entwickeln, wie wir ihnen deutlich machen, dass wir immer noch zu ihnen gehören. Dein Geist beflügelt uns dabei. Für einen Moment bleiben wir in der Stille und bringen unsere ganz eigenen Gedanken vor dich, guter Gott. All das. Wir bringen es vor dich, guter Gott, unsere ganze Sehnsucht, unsere Hoffnung, unsere Sorge und unsere Furcht auch. All das nehmen wir mit in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und wende sich euch freundlich zu. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und der Welt seinen Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Finden auf unserer Website. Seien Sie behütet, bis wir uns wiedersehen und auch vielleicht zwischendurch.